Nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Hallo. Und heute wird es wieder mal richtig spannend, denn, wie ihr vielleicht am Hintergrund schon so ein bisschen seht, sind wir heute nicht in der Minecraft-Stadt, denn ich habe heute was anderes mit euch vor. Denn wir schauen heute, wie unser Minecraft-Alltag so gemeistert wird, wenn wir winzig sind, Leute. Schaut euch das mal an. Wir sind nicht mal so groß wie ein Grasblock. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und warte, ich laufe mal hier neben das Pferd. Okay, wir sehen hier schon mal relativ wenig. Mal das Gras hier wegmachen. Und jetzt sind wir neben dem Pferd. Ey, lauf doch nicht weg. Och Mann, Leute. Im Inventar sieht es auch schon sehr lustig aus. Hier bin ich neben einem Pferd. Ich bin sehr, sehr klein. Aber wir werden jetzt heute mal schauen, ob wir es hinkriegen, vielleicht sogar Minecraft durchzuspielen. Aber ich glaube eher nicht, dass es das wird. Deswegen versuchen wir einfach nur, so weit Minecraft zu spielen, wie wir kommen. Und deswegen würde ich sagen, geht es direkt los. Und ich sehe da vorne auch schon ein Dorf. Und da werden wir jetzt als erstes einmal hinlaufen. Das ist so krass. Es sieht so lustig aus, auch im Inventar. Guck mal, wie klein ich hier unten bin. Ich bin auch gespannt, wie das gleich aussieht, wenn wir vielleicht mal Rüstung oder sowas anhaben. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zuerst einmal hier vorne ins Dorf. Und vielleicht nehmen wir uns erstmal ein bisschen Holz mit. So, wir bauen jetzt hier einmal Holz ab. Boah, die Items sind einfach so groß wie ich. So, dann bauen wir hier das Zeug. Hier sind auch ein paar Bienchen. Das ist sehr cool. So, ich komme halt nicht relativ hoch bei dem Baum. Aber so viel brauche ich auch gar nicht. Denn es muss eigentlich nur für ein Crafting Table und für eine Spitzhacke reichen. Boah, da vorne sind Hühnchen. Sollen wir mal versuchen, eins zu erledigen, Leute? So, Moment. Da ist auch ein Ei. Wie sieht es aus, wenn ich ein Ei in die Hand nehme? Also aus meiner Perspektive sieht das ganz normal aus. Ach, okay, die Sachen werden auch geschrumpft. Kann das jetzt mal werfen hier? Schade. Nein, es rennt weg. Oder so. Halt mal stehen. Ah! Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie langsamer bin oder so als sonst. Aber ich habe es geschafft, einen Huhn zu erledigen. Aber jetzt gehen wir zuerst mal ins Dorf. Denn das könnte sehr wichtig sein für unseren Auftrag heute. So, dann hier gibt es zum Beispiel auch erstmal Weizenblöcke. Das könnte für Essen ganz wichtig sein. Denn daraus können wir uns Brot machen gleich. So, sehr gut. Sammeln wir einmal alles ein. Und dann geht's einmal hier. Hier sind noch mehr. Und dann gehen wir einmal die Häuser durch. Ich würde sagen, ich sage euch Bescheid, wenn ich was Spannendes finde. Aber ich muss euch nicht überall mitnehmen, wenn ich jetzt die ganzen Häuser durchgehe. Obwohl, ich zeige euch das kurz, wie das hier aussieht, wenn ich hier in so einem Haus stehe. Ich bin gerade mal so groß wie das Bett, Leute. Und es wird auch gerade Nacht. Das heißt, ich würde sagen, wir schließen uns hier einmal ein im Haus. Gucken hier raus. Da vorne sind auch Villager. Und wir gehen einmal hier ins Bettchen, würde ich sagen. Ach, wir können doch nicht schlafen. Wir machen, oha, hier ist ein Villager-Baby. Ist jetzt gleich groß wie ich. Ja, ungefähr. Aber ey, geh aus meinem Bett raus. Ich will hier schlafen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier schlafen. Ey, guck mich nicht so an. Und dann würde ich sagen, wir starten in den neuen Tag beim Erkunden vom Dorf. Die Villager sind alle so riesig. Und auch so eine Fackel. Oder ich glaube, ich bin genauso groß wie eine Fackel. Eine Fackel ist sogar größer als ich, Leute. Was soll das denn? Aber wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und auch einen Kommentar, damit ich das weiß, dass euch sowas gefällt. Dann kann ich solche Sachen nämlich auch gerne mal öfter machen, Leute. Aber, ah nee, da oben geht's noch weit. Ich habe schon gedacht, das war's schon mit dem Dorf. Ich habe bisher noch nichts Spannendes gefunden, noch keine Kiste, aber ich bin auf jeden Fall noch auf der Suche nach einer Kiste, Leute. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Weizenblöcke und ich würde sagen, ich rüste mich einmal kurz ein bisschen aus, auch mit ein bisschen Stein und dann geht's weiter. So, Leute, ich habe gerade hier schon durchs Fenster gesehen, dass hier eine Kiste drin ist und da gucken wir einmal rein. Hier sind auf jeden Fall ein paar Äpfel drin. Dann ist hier noch ein bisschen Brot und noch ein paar Kartoffeln und ein Emerald. Das ist sehr, sehr gut. Dann werden wir auf jeden Fall schon mal essen. Und ich würde sagen, ich habe mir auch ein Bett mitgenommen. Wir rüsten uns jetzt wirklich einmal aus. Hier ist auch der Eisengolem. Den können wir auch vielleicht gleich mal erledigen. Aber zuerst machen wir uns einmal unsere Grundausrüstung. Let's go. Also Leute, ihr kennt das, wie man das macht. Erstmal ein Crafting Table und dann noch ein paar Sticks. So, dann machen wir uns eine Spitzhacke. Denn mit der müssen wir jetzt einmal Stein abbauen. Und den Crafting Table nehmen wir mit. Natürlich, den brauchen wir natürlich noch. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach frecherweise mal ein bisschen Stein hier von dem Haus. Und da seht ihr auch schon, das nächste Achievement ist gemacht. Ich würde sagen, einmal kurz gecraftet. Und dann machen wir uns mal die ganzen Steintools. So, Leute, wir sind jetzt einmal schon mal komplett ausgerüstet. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Wir haben auch richtig, richtig viel Essen. Wir haben nämlich ein Stack Brote. So.
Und ich würde sagen, wir gucken mal, was die Villager uns hier so anbieten. Nichts Besonderes, glaube ich. Also, wir nehmen mal eine Fackel mit, denn die konnten wir gleich gebrauchen. Nehmen wir mal in die Offhand. Und dann geht's jetzt direkt los, denn wir machen uns mal auf eine kleine Erkundungstour. Und das mit dem Mobs töten klappt eigentlich ganz gut, obwohl ich so winzig bin. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Suche. Wir müssen gleich mal ein bisschen Eisen finden und dann vielleicht einen Lavasee oder sowas, dass wir einmal ins Nether hüpfen können. Und hier ist doch auch schon eine gute Höhle für Eisen. Ich sehe da auch direkt schon Eisen. Dann können wir uns das einmal schnappen und auch direkt schon mal braten. Oh, da ist aber auch ein Creeper. Aufpassen. So, 3 Eisen sind hier schon. Das ist ganz gut, weil ich kann hier in so eine Lücke. Und jetzt kann ich quasi warten, bis die Creeper hier kommen. So, hier auch der Zombie. Und dann gehe ich hier in die eine Lücke rein. Dann kann ich den einfach von hier drin schlagen. Haha, du kommst hier nicht hoch. Oh, oh. Nicht explodieren, bitte. So. Ich kann den einfach... Das ist wie so eine Mobfalle, Leute. Das ist richtig, richtig gut. So könnte ich jetzt immer Sachen erledigen. Ich erledige das einmal kurz hier. Oh, oh, bitte nicht explodieren. Oh! Boah, das war richtig, richtig knapp. So, da ist nochmal einer. Das ist ganz schön spannend gerade. Oh, ich will nicht... Also, wenn ich... wenn ich erledigt werde, dann ist das Video auch vorbei, Leute. Also, ich hoffe, dass ich sehr lange überleben werde. Aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen Kohle und dann können wir auch unsere Sachen braten. Aber, Leute, in so einer Höhle ist es als so kleiner Mensch ganz schön gruselig. Ich will hier am besten ganz schnell wieder raus. Wir haben das bisschen Eisen, was wir brauchen. Und jetzt geht's auch schon wieder nach draußen. Oh, oh. Boah, Leute, ich habe jetzt hier gerade... Ich bin hier gerade noch ein bisschen rumgelaufen außerhalb von der Höhle. Und hier ist einfach so ein Portal. Und es ist irgendwie ein bisschen komisch gespawnt hier im Boden. Aber hier ist eine Kiste. Hier ist auf jeden Fall Obsidian drin. Ein goldener Apfel. Das ist krass. Und unsere ersten Rüstungsteile. Wir gucken mal, wie das an uns aussieht. Boah, richtig stylisch, Leute. Obwohl wir nicht mehr so groß sind wie ein Block. Aber ich weiß nicht, können wir das Portal vervollständigen? Uns fehlt ein Block. Weil einen Block haben wir ja. Ist ja irgendwo Lava. Weil dann könnte ich das einfach schnell hingießen. Normal ist hier doch irgendwo Lava, oder nicht? Oh, oh, Leute. Da brauche ich, glaube ich, eine Diaspitzhacke oder so. Also ich würde erstmal sagen, ich rüste mich jetzt erstmal mit einem Eimer und sowas aus. Und dann machen wir uns auf die Suche nach ein paar Dias. Das mache ich aber außerhalb von der Kamera. Denn uns fehlt nur noch ein Obsidian, damit wir dieses Portal hier vervollständigen können. Das heißt, ich baue mir hier auch eine kleine Base auf, würde ich sagen. Deswegen, oh, oh, unser Crafting Table, den haben wir irgendwo vergessen. Oh, dann muss ich erstmal neues Holz sammeln. Aber das ist kein Problem, Leute. Das heißt, nach der Hälfte vom Video circa sind wir auch schon fast im Nether. Oh, das ist richtig, richtig krass, Leute. Damit kommt aber der spannendste Teil noch, und zwar, dass wir uns um diese Lohnrouten und Enderperlen kümmern müssen, damit wir auch das Endportal finden können. Aber mit so wenig Ausrüstung, wie wir gerade haben, wir haben einfach nur ein bisschen Holz an, wollte ich schon sagen, Gold an, könnte das ganz schön schwierig werden. Aber wir probieren das Ganze trotzdem einmal aus und machen uns erstmal einen neuen Crafting Table und einen Ofen. Und dann würde ich sagen, braten wir uns noch einmal unser Eisen. Dafür haben wir auch Kohle gemacht. Und dann gehen wir mit dem Eisen auf die Suche nach einem Dia, beziehungsweise nach 3 Dias, denn wir brauchen eine Dia-Spitzhacke. Aber wie gesagt, das mache ich gleich außerhalb von der Kamera, weil es sonst ziemlich schnell dunkel werden kann in einer Höhle. Apropos dunkel werden, da vorne geht gerade die Sonne unter. Das heißt, ich werde mich auch mal hinhauen und einmal schlafen. So, Leute, weiter geht's. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt einmal hier noch eine Eisenspitzhacke. Und da haben wir zwar noch ein Eisen übrig, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt auch einen Eimer. Und dann würde ich sagen, so, mache ich einmal hier Rechtsklick. Und wir benutzen mal das eine Obsidian hier. Und dann brauchen wir noch ein zweites, ganz einfach. Aber dafür müssen wir einmal nach unten in eine Höhle und Dias finden, damit ich hier das letzte abbauen kann. Also hier ist noch eins. Und das muss da in die Lücke. Aber... wie ihr seht, ich habe es jetzt erstmal ein bisschen schwieriger in der Höhle, denn ich bin winzig. Oder vielleicht habe ich es auch einfacher, weil ich in Einblöcke hohe Lücken kann. Also ich kann, warte, ich zeige euch das. Ich demonstriere das nochmal kurz, auch wenn ihr es gerade vielleicht schon gesehen habt. Ich kann hier einfach reinlaufen und das ist kein Problem für mich. Deswegen würde ich sagen, wir graben uns hier direkt einmal runter. Und ich sage euch Bescheid, wenn ich die Dias gefunden habe. Denn das ist jetzt nicht so spannend, wie ich farmen gehe und außerdem sehr dunkel. So, Leute, ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg nach draußen. Wir haben unsere Dias nämlich gefunden. 5 Stück an der Zahl sogar. Ja, die haben wir erfolgreich reingekriegt. Und jetzt können wir hier mit der Dias-Spitzhacke einmal
unser Obsidian hier abbauen, denn damit können wir dann das Portal hier vervollständigen und dann einmal in den Nether reinhüpfen, denn, upsala, wir haben einiges zu tun und jetzt kann ich mir noch ein Feuerzeug craften, das ist sehr, sehr gut. Erstmal hier die Nuggets zusammen machen und dann ein Flint und ein Eisen zusammen und dann 3, 2, 1, go, Leute! Oha, sehr, sehr krass. Jetzt würde ich sagen, klauen wir uns hier einfach noch die Kiste, denn die Kiste können wir nehmen, um uns hier unsere Sachen zu lagern, die wir gerade nicht so brauchen. So, und hier machen wir jetzt einfach einmal alles rein, was wir gerade nicht gebrauchen können. Also erstmal alles. Der goldene Apfel zur Sicherheit lassen wir mal hier. Nehmen wir mit, so meinte ich das. Essen haben wir genug dabei. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns das restliche Gold, craften das einmal zusammen. Okay, so viel ist das nicht mehr. Dann lassen wir es doch hier. Und so gehen wir jetzt einmal Richtung Nether, aber erstmal holen wir uns Wassereimer. Also wir füllen unseren Eimer auf und dann kann es erst richtig losgehen. Auch wenn wir den nicht benutzen können im Nether. Aber der könnte doch ganz schön praktisch sein. Also nehmen wir das ganze Eimer mit und dann geht es jetzt endlich los. Wir notieren uns noch von unserer Base hier die Koordinaten, obwohl wir hier eh auch das Bett haben. Ich klicke hier einmal aufs Bett, so machen wir das so. Und dann würde ich sagen, okay, wir nehmen uns die wertvollen Sachen doch mit, falls wir uns woanders ein Portal nutzen müssen, um da rauszukommen. Denn wir werden jetzt gleich gucken, wo wir spawnen und dann werden wir entscheiden, ob wir von hier aus weitermachen. Ich höre jetzt schon ein Gas. Ich weiß, dass das der gruselige Wald mit den vielen Schweinchen ist. Und das heißt, wir legen jetzt direkt einmal los und fangen an, nach einer Festung zu suchen, Leute. Let's go. Ich finde es hier ganz schön gruselig, Leute. Oh, oh. Jetzt muss ich mich hier rüber bauen mit den Blöcken, die ich mitgenommen habe. Gut, dass ich welche mitgenommen habe. So, ich höre den Gas so laut. Das ignorieren wir aber einfach mal, weil je lauter der ist, desto weiter ist er eigentlich weg. So, und da ich Gold anhabe, werden mich die einen Schweine auch nicht angreifen, die wohl manchmal so eine Armbrust oder so in der Hand haben. Die hier eh nicht, solange ich die nicht angreife. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns einmal hier oben um, was hier so abgeht und ob wir hier eine Festung finden. Und wenn ich eine gefunden habe, dann sage ich euch Bescheid. So, Leute, ich bin jetzt schon ein bisschen unterwegs, aber ich habe da vorne schon ein bisschen was gesehen. Und ich glaube, hier ist eine Nether-Festung. Ja, da ist sie sehr, sehr gut. Und ich hoffe, ich komme da gut hin. Greift ihr mich an? Nee, ich habe Gold an, ne? Greift mich nicht an, oder? Nee, okay, ich bin auch genauso groß wie ihr. Aber ich würde sagen, wir bauen uns hier einmal rein und gucken dann mal, was hier so abgeht. Ich glaube, die verfolgen mich nicht, okay. Ich höre hier ganz schön laute Geräusche. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken mal, wo wir Blazes finden und ob wir hier irgendwelche Kisten looten können. Und dann sage ich euch Bescheid, wenn wir genug Lohnrouten haben, um einmal ins End zu kommen, beziehungsweise um uns eben diese Enderaugen zu craften. Hier ist nur Lava, okay. Was haben wir hier noch? Wir gehen einfach hier mal ein bisschen erkunden. Und ich sage Bescheid, wenn wir was Spannendes gefunden haben. Hier sind auf jeden Fall ein paar Kisten. So, Leute, ich glaube, da oben ist ein Blaze-Spawner. Ja, das ist sehr, sehr gut. Hoffentlich schießt er jetzt nicht auf mich. Doch, okay. Aber ich erledige den trotzdem. Oh, oh, hier ist einiges gerade los. So, die erste Blaze ist schon mal erledigt. Der hat doch direkt was gedroppt. So, und dann können wir jetzt... Ah, oh, oh. Einmal direkt nach hier wieder abhauen. Denn... Oh, 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 ich brenne. So, ich habe aufgehört zu brennen. Dann geht es einmal weiter. Eine Lohnroute haben wir schon mal. Ich würde sagen, wir sammeln uns den Rest noch einmal zusammen. Oh, oh, ich muss mich beeilen. Oh, oh, ein halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz. Ich muss mich erstmal einbauen, Leute. Oh, oh. Boah, das war richtig knapp. Ich muss erstmal heilen. Und ich bin gerade in einem halben Block nur drin, weil hier ist eigentlich ein Zaun. Aber, oh Gott, ich heile erstmal hoch. So, Leute, ich bin mittlerweile wieder hochgeheilt. Und ich hoffe echt, dass ich es hier durch das Nether schaffe. Ich habe hier jetzt eigentlich einen ganz guten Rückzugsort, weil ich kann hier einfach durch den Zaun laufen. Und ich muss jetzt auf jeden Fall mehr Blazes finden. Da vorne sind welche. Die schießen auch schon. Ich hätte mir eigentlich mal ein Schild mitnehmen sollen, aber ich habe kein Holz. Sonst hätte ich mir jetzt eins gecraftet. Okay, da sind auch wieder Skelette. Ah! Oh, Leute, ich habe so Angst. Oh, oh, das ist richtig gefährlich, weil die sind sehr, richtig, richtig stark. Oh, oh. Aber das ist ganz gut, weil ich kann jetzt hier einfach aus meinem Versteck... Ah! Oh, oh. Versteck aus Töten. So, ich habe diesen Effekt. Vielleicht hätte ich mir mal einen Milcheimer mitnehmen sollen, anstatt einen Wassereimer. Und man erkennt immer so schlecht, wie wenig Leben man noch hat. Oh, Mann, Leute. Ich habe echt Angst jetzt gerade hier. Und ich hoffe, ich schaffe das. Ich muss jetzt eigentlich nur hier weiter die Dinger killen. Oh, oh. Boah, die haben geschossen. Oh, die sind gefährlich. Die sind gefährlich. Die muss ich eigentlich loswerden, sonst geht das so nicht. Befolgen die mich? Ja, okay. Die wissen genau, wo ich bin. So, den habe ich schon
Probleme erledigt. Hallo, muss hier ganz in die Ecke stehen, dann treffen die mich nämlich nicht. So, der nächste erledigt. Das wäre krass, wenn jetzt einer von denen noch einen Kopf droppen würde. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal um die nächste. Aua, oh, oh. Ich brenne, Leute, ich brenne. Ah, das ist gefährlich. Gefährlich, 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 gefährlich. Da wieder mein Versteck. Einmal kurz hochheilen. Oh, oh, Leute, es kann eine Weile dauern. Ich sage euch Bescheid, sobald ich das geschafft habe, zumindest ein paar Lohn ranzukriegen. So 5 Stück oder so, und dann sage ich Bescheid. So, Leute, das war jetzt richtig spannend. Ich habe jetzt 6 Blaze Rods dran geholt. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch aus der Festung raus. Ich hoffe, das wird reichen, Leute. Deswegen werden wir jetzt einmal uns hier durchbauen und gucken, wo wir hier rauskommen. Kommen. Okay, die Kiste habe ich vorhin schon gelootet. Und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier einmal nach draußen. So, Leute, draußen angekommen, müssen wir jetzt einen blauen Wald finden, damit wir da Enderperlen farmen können. Und dann haben wir auch schon alles zusammen, um das Endportal zu finden. Dann müssen wir nur noch den Enderdrachen erledigen. Dafür brauchen wir dann noch einen Bogen und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Aber darum kümmern wir uns gleich. Jetzt muss ich erstmal so einen blauen Wald finden. Das heißt, das mache ich jetzt einmal und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich in so einem Wald bin. Oh, oh. Wow, das war richtig knapp, Leute. Ich habe auch nur Goldrüstung an. Das heißt, es könnte jetzt ganz schön schwierig werden. Ich mache mich einmal auf die Suche. Und sonst gehe ich zur Not auch Enderperlen einfach in der Overworld, also in der normalen Welt, suchen. Denn hier ist es mir echt ein bisschen zu gefährlich mit der ganzen Lava und so. So, Leute, ich bin jetzt ein bisschen gelaufen. Und kurz, um euch dran zu erinnern, ich bin winzig. Ich bin gerade mal so groß. Ich bin kleiner als so ein Pilz hier. Aber das nur kurz zur Erinnerung. Ich habe einen Pilz. Ich habe jetzt einen Pilzwald, würde ich sagen. Ich habe jetzt einen blauen Wald gefunden. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis hier ein paar Endermen spawnen, wie dieser hier zum Beispiel. Und dann müssen wir den nur noch erledigen. Denn wir brauchen die Enderperlen von dem. Oh, oh, jetzt greift er uns bestimmt an. Wow. Oh, okay, die erste Enderperle ist schon mal da. Boah, sind die laut. Und ich würde sagen, wir kümmern uns mal um die nächsten Enderperlen, denn wir können uns jetzt einfach so eine Plattform bauen. Und hier kommen die nämlich nicht runter. Enderperlen brauchen wir richtig viele. Also brauchen wir jetzt bestimmt 2 Stacks oder so. Also 6 sind ja bei Enderperlen immer nur 16. Das heißt, da werde ich mich jetzt einmal drum kümmern. Ich hoffe, das klappt so, wie ich das will. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es hoffentlich geklappt hat. Denn es muss klappen. Ich will heute, das ist mein Ziel im Video, dass ich es schaffen muss. Und ja, das hoffe ich auch. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr denkt, ob ich es schaffe. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Boah, das war richtig doof. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um herauszufinden, ob ich es schaffe, Leute. So, Leute, ich habe jetzt schon ein paar Endermen erledigt. Wir haben jetzt 7 Enderperlen. Und es geht eigentlich bisher ganz gut voran. Ich muss nur warten, bis die Endermen spawnen, weil das nicht so ein großer Wald ist. Spawnen die auch nicht so oft. Kann ich denen hier nicht irgendwie Gold geben oder so? Hallo, nimm das bitte. Und nochmal eins. Machst du jetzt was damit? Boah, der hat mir was dafür gegeben. Was hat er mir gegeben? So Spektralpfeile. Oha, kannst du das nochmal machen? Wir traden jetzt hier einfach ein bisschen mit denen, Leute. Ich schmeiß da mein ganzes Gold einmal hin. Was gebt ihr mir dafür, Leute? Bitte, bitte, gebt mir was. Oha, die haben mir recht viel gegeben. So Crying Obsidian, okay. Habt ihr noch mehr? Hier ist noch mehr, Leute. Habt's euch. Ich habe einen Fire Resistance Trank bekommen. Das ist richtig, richtig gut. So, was gibt ihr mir noch? Eins habe ich noch. Quarz und Eisen voll viel, okay. Krass. Sorry, für dich habe ich leider nichts mehr. Du gib mir was Gutes, ja? Am besten Enderperlen. Kies, toll. Mit Kies kann ich nichts anfangen. Ich habe gedacht, die geben mir besseres Zeug, Leute. Aber na gut, dann warte ich jetzt mal auf mehr Enderman. Und dann würde ich sagen, werden wir uns um die Enderman kümmern und dann heute noch ins End gehen, Leute. Es geht richtig gut voran. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Und dann warten wir mal. Da vorne liegt noch was, was sie mir gerade zugeworfen haben. Ein bisschen Eisen noch. Oha, wir haben fast ein Stack Eisennuggets. Aber Enderman sehe ich hier weit und breit noch nicht. Die hätten mir natürlich auch Enderperlen droppen können, aber haben sie leider nicht gemacht. Deswegen warten wir jetzt mal auf Enderman. So, Leute, hier ist mal wieder einer gespawnt. Wo ist er denn jetzt hin? Hier. Sehr, sehr gut. Gut, dass du da bist. So, komm mal ein bisschen. Oh, oh. Komm mal ein bisschen mit hierher. Komm mal ein bisschen. Oh, oh. Hilfe. Weiß gerade nicht so genau, was ich hier mache. Hilfe. Ah, komm her. Komm her. Ah, Hilfe. Oh Gott. Ah. Ah. Nein, Leute. Och, Mann, ey. Was soll das denn? Ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt hier erledigt werde von einem Enderman. Och, Mann, Leute. Damit war es das mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, ob ich es nächstes Mal schaffe, Leute. Och, Mann, ey. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss.